Hey Leute und willkommen zu einem neuen Nebenprojekt, einem etwas anderen Projekt, das sage ich öfters, aber heute geht es nämlich darum, dass wir ein bisschen was zusammen erleben können. Sprich, es wird ein community-lastigeres Projekt. OG Public sollte dies ja auch ein bisschen sein, allerdings ist da natürlich das Problem, dass es nicht jeder spielen kann, weil es selber Geld kostet, das Spiel an sich, und ihr müsst monatlich dazu bezahlen, bla bla bla, ihr kennt das Ganze ja. Und das ist halt nicht jedem möglich, beziehungsweise das wollen viele nicht machen. Ich kenne da selber sehr viele. Das ist natürlich ein Hindernis und deswegen würde ich sagen, dieses Projekt, Trackmania Nations oder United Forever, ist ideal, denn es kostet nichts. Der Link ist in der Beschreibung zum Downloaden. Ihr müsst euch nur registrieren und dann kann der Spaß schon anfangen. Ihr könnt das Spiel natürlich aber auch kaufen. Der Unterschied ist dann, dass ihr mehrere Arten von Strecken haben. Das, was ihr hier gerade in der Mitte die ganze Zeit rumlaufen seht, ist Stadium. Das ist das, womit wir uns beschäftigen werden, denn das ist eigentlich auch so ziemlich das Beste an diesem Spiel, Stadium. Und auch das, was man kostenlos erhält. Ja, man kann nämlich seine eigenen Strecken bauen. Dazu wird auch noch ein Tutorial heute folgen, wo ich euch ein bisschen zeige, wie das Ganze geht. Denn ich möchte, dass ihr mir eure Strecken schickt. Bitte eure eigenen, nicht irgendwelche aus dem Internet rauskramen, die gut aussehen und dann mir schicken. Sie sollen auch nicht unnötig schwer sein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also ich würde ganz gern eine Strecke pro Video, die dann halt zum Durchführen maximal ein paar Minuten dauert und so weiter. Aber das werde ich alles noch erläutern in dem Tutorial. Also guckt euch das unbedingt auch an, wenn ihr das machen wollt. Gut, jetzt allerdings erstmal hier zu Trackmania. Was ist Trackmania? Trackmania ist ein Rennspiel. Übrigens könnt ihr auch sehen, Kaulinator, der liebe Herr Kusch, der hat auch schon ein Let's Show von unserem Server geuploadet. Der wird auch ein bisschen mit einbegriffen, auch wieder im Tutorial. Das heißt, ich mache euch jetzt hier die ganze Zeit Versprechungen, die ich nur im Tutorial erwähnen werde. Naja, gut, aber jetzt erstmal dieses Spiel. Es ist ein Rennspiel. Man kann seine eigenen Strecken bauen. Es ist ziemlich simpel. Und ja, es geht einfach darum, dass man gute Zeiten fährt. Ganz simples Rennspiel. Eigentlich. So, und jetzt kommen wir halt zu der Besonderheit von diesem Spiel, nämlich die Vielfalt von verschiedensten Elementen, sage ich mal. Das klingt jetzt erstmal doof, aber es ist halt nicht einfach nur, dass man irgendwie im Kreis fährt oder sowas, sondern es gibt halt Loopings, es gibt Wallrides, es gibt alles Mögliche eigentlich, was man sich bei Autorennen vorstellen kann. Und deswegen ist dieses Spiel eigentlich interessanter als gewisse andere, kostenpflichtige Rennspiele, denn da kann man nicht mal selber Strecken erstellen meistens und ja. Deswegen, ich würde sagen, das war so viel hier zur Ankündigung. Bleibt unbedingt dran, beziehungsweise guckt euch halt das Tutorial an, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mir am besten Strecken schickt und so weiter, wie man das alles richtig macht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Tutorial. Bis dann.